Vorhin hatte ich auch massive Probleme mit der Performance, mit der CPU schon wieder. Das war ein Scheiß schon wieder. Aber jetzt habe ich nochmal im Streamlabs ein bisschen was rumgebaut und rumgeschraubt. Und jetzt läuft es eigentlich konstant auch immer so auf 15 CPU-Prozent. Eigentlich ganz in Ordnung. Bis jetzt. Davor war immer sehr krasse Drops und alles. Und dann ist das Spiel so. Also das Bild vom Spiel hat auch die ganze Zeit geruckelt auf Twitch. Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier. Aber ich wohl hoffe, dass wirklich das in der Bild Falle. okay ist. Also ich hoffe, Wo dass das stecken nicht die so bloß? krass ruckelt oder Weiß stockt nicht. oder sowas. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Da ist das Mädchen schon wieder, Warum ne? bist du immer noch hier? Aber sie das Böse ist. Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Ja, Falle oder Folgen, ne? Wir folgen ihr einfach mal. Ich weiß, Hast das recht. macht man Wir nicht in folgen Horrorfilmen. ihr. Man Sie soll ist die nicht folgen. Schlüsselfigur. Das sind Aber. zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Aus der Jetztzeit, was ist das denn Vielleicht für ein ist dieses Wort? Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Bleib wachsam. Wer weiß, Nee. was vor uns liegt. Man muss auch sagen, das Spiel spielt sich wirklich, also wie ein Horrorgame, ne? Das ist Hey, warte schon auf uns! heftig. Jetzt lassen sie auch noch alleine, ne? Kusch! Jetzt wird sie weggezogen. Ja. Widerlich! Das Kettenmonster ist nämlich unten in der Kanalisation. Jetzt wird sie weggesnackt. Leute, seid ihr Hundertprozentig. das? Du gehst einfach. Du rennst jetzt einfach. Genau, weich aus. Weich aus. Tritt ihm. Tritt ihm. Alter, gerade so, ne? Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Ich hab Scheißendreck. dich. Scheißendreck, Scheißendreck, Scheißendreck. Komm schon. Das war das andere Bild, was wir nämlich gesehen haben, ne? Halt dich fest, Mädel. Komm schon, komm schon. Nein. Nein, die ist jetzt da unten. Alter Scheiße. Renne, 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 renne. 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 Verlasse die Kanalisation, ja, du bist witzig. Du bist witzig, mach. Ich kann nicht schneller rennen, ich kann nicht rennen, ich kann nichts machen. Ich kann nur laufen. Es hört nicht auf. Nee. Sie kann nicht schneller rennen, das ist der Hammer, ne? Oh bitte Gott. Oh bitte Gott. Alter. Komm schon. Rinder. Oh, Alter, Mensch. Mach zu, mach zu. Die lässt es offen. Die lässt es offen. Die ist so dumm. Die ist so dumm. Die hat doch keine Brille mehr. Was für eine Scheiße. Die ist so dumm. Warum hast du die Tür nicht zugemacht? Na, die ist weg. Angela! Shit! Nein! Scheiße. Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Hey! Kacke. Aber ich glaube nicht, dass. Ich glaube, wir kommen nochmal zu die Angela. Ich glaube nicht, dass die gesnackt wurde. Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Ja, du bist ja ein großer Junge. Ein Stuhl. Mhm.
Ahnung, vielleicht habe ich schon Hallis oder sowas, aber weiß ich nicht, hab irgendwas poltern hören. Naja, gut. Machen wir erstmal weiter, ich weiß nicht. Es der ist Hund, ein der Hund ist ein bisschen unruhig, weiß aber nicht warum. Ist sie da drin? Na gut, ruhig. Wird schon nichts sein, hoffe ich mal. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Okay. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben. Das ist die Grundvoraussetzung. Was ist das denn hier, lauter Puppen? Achso. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Stimmt, das war das Museum. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Fennungsbrief, unleserlich. Ich weiß noch nicht, wie und warum. Die Verfügung wurde vom Strafrat 17. Tag des Januars im Jahre 1692 angefertigt. Unleserlich. Ordnen hiermit an, dass ihr unleserlich zwei Karikaturen Land unleserlich am westlichen Fluss und dem grünen Hügel. Alle Behausungen auf diesem Land müssen geräumt werden. Jegliche Vieh und unleserlich werden beschlagnahmt und alle Tilgung für den alten Vertrag unleserlich. Dies deckt alle England entstandenen Kosten für, als da sind 20 Pfund, 7 Schilling und 6 Pence und beendet alle. Zwischen den Familien ist es gestattet, gegen diese Verfügung Einspruch zu erheben. Muss sie doch in Rathaus vor den Stadtrat erscheinen. Bis in 7 Tagen. Gezeichnet unleserlich Edward Roswell. So. Okay, das ist, glaube ich, die Tür, ne? Okay, ist zu. So, da haben wir noch ein Buch. Das New England Witch Trails. Die Hexenprozesse von Neuengland. Museum von Little Hope, 7,99. Ja, falls ihr das Buch mal käuflich erwerben wollt, kauft mal bei Amazon, gebt mal ein Little Hope Bücher. Ich denke, es gibt wahrscheinlich auch ein paar Fanartikel. Ja, die Türen sind immer zu, das ist jedes Mal das Gleiche, ne? Man hat 20.000 Türen, aber... Achso, hier zeigen sie, wie die damals gelebt haben, ne? Und wie wahrscheinlich, ja, hier, natürlich die Hexen. Nee, wie heißt denn das Ding? Das hat doch einen bestimmten Namen. Wie heißen diese Folterdinge? Die haben einen bestimmten Namen. Schemblock? Nee, Schemmel? So, hier wurden sie natürlich gehängt, ne? Okay, man kann aber nichts sehen, ne? Sagt doch nichts. Gut, schauen wir weiter. Ach, guck mal, das ist die Amy. Benutze RT, um dich umzusehen und irgendwas zu entdecken. Okay. Ah, da unten. Amy Lambert. Mal sehen, was hier steht. Amy Lambert, die erste Beschuldigte. Als wären wir da. Amy wurde vom Mädchen Marilyn Milton der Hexerei beschuldigt. Die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einen Weidenzweig geflogen sei. Aha. Als ihr vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah sie, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ dies in einer Aufzeichnung des Geisterbeweis zu. Also früher war es ja halt wahrscheinlich so, man konnte jeden beschuldigen, man musste in dem Fall natürlich den Gegenteil beweisen, ja, also damals war es ja noch so, dass ein Beschuldigter immer erstmal der Täter war. Also man hat gesagt, du bist Hexerei oder du machst Hexerei, musstest du erstmal beweisen, dass es nicht so ist. So lange warst du immer schuldig. Heutzutage ist es ja so, dass du, solange wie deine Schuld nicht bewiesen ist, du immer unschuldig bist, ne? Darum ging es doch in dem Prozess. Früher war es ja nicht so. Die Teufel im Bund sind. Stimmt. So. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Alle muss verpetzt. Das Mädchen sein, das wir sehen. Alle verpetzt. Ich, Mary Mitten, bestätigte die Wahrheit der Bösartigkeit, derer ich Zeugen wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Asche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel.
einem Geist in Form eines Hundes, welches mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch. Derjenige streffen werde, die sich dir entgegenstellen. Solcherlei und andere garstige Dinge habe ich gesehen. Genau. Na klar. Wahrscheinlich hast du das selber gemacht. Also ich denke auch, dass die Mary wahrscheinlich böse ist. Weil wie gesagt, die Mary aus dem ersten Brand damals, die hat ja im Hintergrund eine große Dämonengestalt gab, ne, der zu ihr gesagt hat, dass ihre Familie böse ist. Schau mal hier. Und dass sie ihre Familie töten muss. Und das hat sie ja dann auch gemacht. Die hat ja dann alles in Brand gesetzt. Es ist die das Puppe. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, es ist die Puppe, diese, die Mary gebaut hat. Vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Ja. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt, damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Lass dich anschauen. Aber Professor... Also ich würde es ja nicht nehmen. Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Das ist jetzt die Frage, ne? Machen wir sie nicht wütend oder... Okay, wir tun's einfach. Na gut. Bin dabei. Los geht's. Was passiert? Ich bin gespannt. Also es könnte ein Fehler sein, ne? Das war's wohl. Nein, wenn es das wäre, dann wäre das Spiel vorbei. Ich weiß ja nicht. Okay. So, dann gucken wir mal hier. Ready for transfer. Okay, das ist... Ah, das ist der Prozess damals. Wo das Mädchen auf dem Boden liegt, ne? So, was haben wir hier noch? Alter Schwede, scheiß Katzen, ey. Drecksdinger, ey. Mann, Mann, Mann. Pisskatzen, ey. Aber sonst? Sonst ist ja nichts, ne? Scheiß Dreckkatzen, ey. Da geht's nach draußen. Mann, Mann, Mann. Was ist mit Angela? Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Irgendwas ist faul. Ich glaube nicht, dass das mit der Puppe das war schon. Jetzt wäre das Spiel schon zu Ende. Aber ich glaube auch nicht, dass Angela tot ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Der Akku ist fast leer. Das ist natürlich bitter. Ich habe doch eine Taschenlampe, Mädel. Alles gut. Ich sehe zwar nichts, aber... Hörst du das? Weiß nicht. Das ist Angela. Glaub ich. Leute! Hallo? Vielleicht können wir sie doch noch retten. Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Auch eine geile Kameraperspektive, ne? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen.
Da wette ich. Das sieht nämlich aus, als wenn uns jemand besucht, ne? Uns jemand beobachtet. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Ist aber eine gute. Ja, hast wohl recht. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es im früheren Leben. Wir müssen ja nicht einbrechen, aber... Da ist nichts. Wir versuchen es einfach mal. Da geht's nicht durch. Ja, okay, war klar. Der einfachste Weg ist natürlich immer der, der nicht funktioniert. Auch versperrt. Ist ja jetzt dumm. Okay, bleibt nur noch das Fenster, ne? Hey, Taylor! Schau mal da! Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja! Ich krieg einen Zehner! Ich krieg einen Zehner? Von wegen! Hab die Wette nie angenommen! Na gut. Locker. Das kriege ich doch aufgehebelt. Natürlich. Wer kriegt das nicht? Von dem aufgehebelt, du hast es aufgeschoben. Wir können darüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Achso! Das ist doch bloß eine Puppe, Digga. Oh, ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lass die Gruselpuppe leben. Komm schon, mir nach. Finde einen Weg in den anderen. Ach so, Weg zu den anderen. Bleib zusammen. Ja, ich wollte ja zusammenbleiben, aber die Alte wollte ja nicht. Die wollte ja einzeln rumrennen. Komm, hier lang. Ach, das ist das Museum, wo die anderen Bienen waren. Die sehen so echt aus. Gruselig. Alter. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne. Ach komm schon. Da kommt irgendwas. Nee, oder? Scheiße, was ist jetzt mit ihr passiert? Nein. Neues Foto. Okay, sie ist in Gefahr. Okay. Okay, sie ist in Gefahr. Ja, keine Ahnung, was wir da, wie wir sie retten können. Auf alle Fälle sollte ich mich beeilen irgendwie. Bist du's? Taylor? Bete nun zu unserem Gott, dem Allmächtigen, auf dass er dir vergeben möge. Taylor! Alles okay? Was ist los? Ja.
schon. Ja, wenn du dort drückst, wo die Scharniere sind, Digga, dann kriegst du die Tür nicht auf. Das ist doch logisch. Jetzt haben wir natürlich nicht gesehen, was sie gesehen hat, ne? Was war das? Die Stimmen! Ich hab mich selbst gesehen! Mich selbst angestarrt! Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich! Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Also wurde die auch noch beschuldigt. Lass uns abhauen. Ja, weg hier.